Shikomi bedeutet üben ohne werfen. Wir üben nun den Eingang von allen Eindrehwürfen. Dafür ist es wichtig, den richtigen Griff zu haben an dem Kragen und am Ärmel. Mein Partner steht mit beiden Füßen parallel. Ich setze mein rechtes Bein, mein Stemmbein auf und ziehe meinen Partner zu mir. Dabei drehe ich mich so ein, dass meine Körperseite seinen Bauch berührt. Meine Ellenbogen gehen nach oben und ich ziehe ihn zu mir heran. Er kommt auf die Fußspitzen. Ich habe somit sein Gleichgewicht gebrochen. Jetzt gehe ich wieder zwei Schritte nach hinten und ziehe ihn wieder auf. Noch einmal etwas schneller. Das Ganze geht auf links. Wenn ich links die Aufzüge mache, muss ich mit der linken Hand am Kragen greifen und mit der rechten am Ärmel. Nun ist mein Stemmbein das linke Bein.